Gute Nacht, der Hörspielkanal. Meine Herren, ich eröffne hiermit die dritte Sitzung des Untersuchungsausschusses für den Zwischenfall in der Gehirnbank. Ein treffenderes Wort als Zwischenfall will ihm immer noch nicht über die Lippen. Es ist meine Pflicht, alle Anwesenden daran zu erinnern, dass sie nach wie vor auf strikte Geheimhaltung vereidigt sind. Nach unserer letzten Sitzung ist mir ein Schreiben des obersten Staatsanwaltes zugegangen. Er wiederholt darin förmlich seinen Antrag, erneut Punkt 2 der Tagesordnung zu behandeln. Zur Begründung... Ach, Herr Staatsanwalt, hätten Sie die Freundlichkeit der Kommission, die Begründung selbst... Sicher, gewiss, gerne. Die Untersuchung des Zwischenfalles lässt sich einfach nicht trennen von einer Klärung der Verantwortlichkeit für Aufbau und Einrichtung der Gehirnbank. Und deshalb muss ich darauf bestehen, dass der Präsident des Forschungsrates als der für das Projekt Gehirnbank Verantwortliche der Staatsanwaltschaft Rede und Antwort steht. Auch auf Fragen grundsätzlicher Art. Und dazu gehört ferner, dass seine engsten Mitarbeiter endlich von ihm die Aussagegenehmigung bekommen. Herr Staatsanwalt. Ich bin zwar noch nicht zu Ende mit meiner Begründung, aber ich sehe, der Präsident des Forschungsrates drängt auf Gegenrede. Mit Ihrem Einverständnis, Herr Staatsanwalt. Bitte, Herr Kollege. Muss ich das so verstehen, dass die oberste Staatsanwaltschaft auf einmal die Umstände, die zur Einrichtung der Gehirnbank führten, in den Vordergrund der Untersuchung schieben will? In der Tat. Ich bin genauso überrascht wie Sie alle, meine Herren. Bitte um Ruhe. Wir sind alle nur auf die Untersuchung des Zwischenfalls angestellt. Und diese Untersuchung, das wissen Sie genauso gut wie ich, wäre eigentlich Sache eines ordentlichen Gerichts. Wenn dabei nicht zwangsläufig Dinge an die Öffentlichkeit kämen, deren Geheimhaltung auch im Interesse des Staates liegt. Gewiss, die Anklagebehörde hat deshalb diesem außerordentlichen und geheimen Verfahren vor einem Untersuchungsausschuss zugestimmt. Aber das kann und darf nicht heißen, dass sie damit auf ihren Anspruch verzichtet, über den ganzen Komplex Gehirnbank informiert zu werden. Die Unabhängigkeit und Selbstverantwortlichkeit des Forschungsrates... Ich weiß, was Sie sagen wollen, aber ich möchte Ihren Satz so vollenden. Kann nicht unbegrenzt gelten. Darum geht es hier auch. Aber der Zwischenfall, der hier untersucht werden soll, ist doch im Grunde genommen recht konventioneller Art. Der Laie hätte sich genauso gut in einem... sagen wir, chemischen Laboratorium zwischen Kollegen zutragen können. Hätte. Aber der Forschungsrat hat meines Wissens keine staatliche Instanz davon in Kenntnis gesetzt, dass er aus der Gehirnbank mehr gemacht hat als eine Organbank, so wie der Transplantationschirurgie in diesem Lande mehrere zur Verfügung stellen. Das Ganze war ja noch im Versuchsstadium. Eine Unterrichtung staatlicher Stellen hätte mit Sicherheit die Interessenvertreter der Computerindustrie auf den Plan gebracht. Mag sein. Es soll hier auch nicht bezweifelt werden, dass die Motive der am Projekt Gehirnbank beteiligten Wissenschaftler ehrenhaft waren. Dann verstehe ich erst recht nicht die Ausdehnung der Untersuchung auf das Projekt als solches. Doch. Sie selbst haben vor einer Minute die Unabhängigkeit und Selbstverantwortlichkeit des Forschungsrates berufen. Die Frage ist, um es ganz unmissverständlich zu sagen, ob die Gesellschaft es sich leisten kann, einem Gremium von Naturwissenschaftlern solch uneingeschränkte Vollmachten zu geben. Meine Herren, ich glaube aus den Worten des Herrn Staatsanwalts, die Drohung herauszuhören, im Falle einer Weigerung des Forschungsratspräsidenten, die Angelegenheit vor einem ordentlichen Gericht zu verhandeln. So ist die Lage. Tut mir leid, meine Behörde ist zu diesem Ergebnis gekommen. Wir sind uns alle darüber im Klaren, was eine Verhandlung des Zwischenfalls vor einem geschworenen Gericht bedeuten würde. Auch dort müsste die Vorgeschichte aufgerollt werden. Und da der Täter, um es einmal so auszudrücken, nicht auf der angeklagten Bank sitzen könnte... Hätten ich und meine Mitarbeiter dort Platz zu nehmen. Ich verstehe. Heißt das, Herr Kollege, dass Sie zur Verfügung stehen? Ja, was bleibt mir anders übrig? Auch Ihre Mitarbeiter? Ja. Ich möchte, dass Sie wissen, hier nicht unter Anklage zu stehen. Verbindlichen Dank. Ja, dann... Fragen Sie die Herren sozusagen als Sachverständige. Genau, so sollten wir es sehen. Und zunächst also zur Zweckrichtung des Projekts Gehirnbank. Ich würde es vorziehen, von Forschungsprojekt zu sprechen. Na gut. Aber es wurde schon praktisch eingesetzt. In ganz beschränktem Umfang. Und ohne dass alle Außenstehenden, die die Dienste der Gehirnbank in Anspruch nahmen, wussten, dass ihre Gesprächspartner keine Computer waren. Sie sagten nicht alle. Wir mussten dafür sorgen... dass die Gehirnbank auch von Leuten in Anspruch genommen wurde, die mit dem Forschungsprojekt selbst überhaupt nichts zu tun haben.
Deswegen gaben wir einer Reihe von Studenten die Nummern und damit die Gelegenheit, sich bei ihren Arbeiten jederzeit helfen zu lassen. Von einem neuartigen Datenzentrum, wie Sie selbstverständlich glaubten. Und Professor Ludgen, der gehörte ja nicht zu Ihrem Team. Glaubte er auch, dass es sich um eine Computer... Nein, er hatte um eine Dauerverbindung gebeten. Als Dekan der mathematischen Fakultät war er uns vertrauenswürdig genug, vollkommen eingeweiht zu werden. Dankeschön. Professor Ludgens Fall wird uns ja noch zur Genüge beschäftigen. Wie stellte sich nun für einen Studenten der Routinefall dar? Routinefall, das ist das richtige Wort. Soweit waren wir nämlich bereits. Durch Anwahl einer Nummer konnte Sprech- und Sichtverbindungen zwischen bestimmten Arbeitsplätzen und einzelnen Gehirnkammern hergestellt werden. Gehirnbank, Sie sprechen mit Nummer 23, Sir. Eine Schwierigkeit in der statischen Berechnung eines Pfeilers für Hängebrücken. Ihr Reißbrett, Sir, sollte im Blickwinkel meiner Aufnahmeoptik stehen. Ah. Gut so? Ja. Die Spannweite ist sicher vorgegeben. Leider ja. Sie kann nicht variiert werden. Die Fahrbahndecke soll eine Leichtmetallkonstruktion mit Betonauflage sein. Gewicht ohne Fahrzeugbelastung 683 Tonnen. 18-fache Senkrechtaufhängung an 2 mm starken Stahltrossen, deren Durchhängradius 87 Meter beträgt. Ist die Form des Pfeilers vorgeschrieben, so wie er in Ihrem Entwurf steht? Eigentlich nicht. Aber die Fundamenttiefe kann wegen Felsuntergrund nicht mehr abgesenkt werden. Dann muss der Pfeiler großzügiger dimensioniert werden. Das geht aber auf Kosten der Elastizität. Nicht unbedingt, wenn die Stahlarmierung im Gitter anders gewinkelt wird. Außerdem kann man die Elastizität mit einer kleineren Körnung der Betonzuschläge ändern. Mein Vorschlag, Vergrößerung des Durchmessers am Fuß um 120 cm, an der Spitze um 40 cm. Soll ich die neue Statik durchrechnen? Das wäre mir eine große Hilfe. Kann die Tragseilverkürzung gleich mit eingerechnet werden? Selbstverständlich, Sir. Ich bitte sich, circa 15 Minuten zu gedulden und unsere Verbindung so lange zu unterbrechen und für andere Anrufer zu blockieren. Gut. Ich schalte nur die Sprechverbindung ab. Sichtleitung bleibt geschaltet. Danke. Vorsintflutlich eigentlich, so ein Routinefall. Vergleicht man ihn mit der Arbeit an Datenverarbeitungsanlagen mit grafischen Ein- und Ausgabeeinheiten. Aber unendlich viel billiger. Und wer damit arbeitet, braucht keinerlei Programmierungskenntnisse. Theoretisch könnte ein Schulkind über eine einfache Telefonleitung die Gehirnbank für seine Rechenaufgaben oder Ähnliches bemühen. Das, Herr Präsident, kann aber nicht das Entwicklungsziel Ihrer Arbeit gewesen sein. Natürlich nicht. Es geht uns um die Unterstützung schöpferischer Arbeit. Etwas, das ein Datenzentrum herkömmlicher Art nicht leisten kann. Aber gerade diese Möglichkeit musste doch die Benutzer stutzig machen. Nun, es gab zweierlei Verzeichnisse. Auf denen der Studenten war hinter der Gehirnnummer jeweils nur ein Zuständigkeitsgebiet angegeben. Architektur etwa, Mathematik oder Geophysik. Sie glaubten nur, Fakten abfragen und sich bei Berechnungen helfen lassen zu können. Die anderen, die für die Eingeweihten sozusagen, enthielten ausführlichste Angaben über den Ausbildungsgang der verschiedenen Gehirne. Hatte Professor Ludgen auch so ein Verzeichnis? Zum Beispiel. Er konnte seine Auswahl ganz gezielt treffen. Gehirnbank. Sie sprechen mit Nummer 45, Sir. Na endlich. Nummer 45? Jawohl, Sir. Sie sprechen mit Nummer 45. Gut. Ich bin Dekan Lütgen von der Mathematischen Fakultät. Für dich einfach Professor Lütgen. Sehr wohl, Herr Professor. Lütgen. Ich habe mir im Katalog deine Vorbildung genau angesehen. Hervorragender Universitätsabschluss in höherer Mathematik. Demnach wirst du meine Arbeit am besten erledigen können. Ich hoffe es. Wird nicht ganz einfach sein. Ich brauche die Lösungen für ein paar komplexe Gleichungen zur Bestimmung von Näherungsverhältnissen aus dem Gebiet der topologischen Dynamik. Traust du dir das zu? Ich habe mich bereits während meines Studiums damit beschäftigt. Das ist mir bekannt. Aber seither, ich meine, die Wissenschaft bleibt nicht stehen. Seit ich hier Dienst tue, werde ich täglich 2 Stunden lang direkt mit dem Neuheitendienst der mathematischen Speicherbibliothek verbunden. Na denn. Ah ja, noch was. Nebenbei könntest du noch ein paar Aufgaben leichterer Art bearbeiten. Aber sie müssen unter allen Umständen bis Mittwoch vorliegen. Partielle Differentialgleichungen und ein paar Dinge, in denen Klassen- und Modalkalküle eine Rolle spielen. Vermutlich Ihre Seminarthemen für das beginnende Semester. Ich denke, es ist euch untersagt, sachfremde Unterhaltungen mit Anrufern zu führen. Verzeihung. Ich bitte Sie, meine Frage nicht so auszulegen.
Ich hoffe, derlei wiederholt sich nicht in unserer Zusammenarbeit. Ich habe nämlich die Genehmigung, eine Dauerverbindung zu dir zu schalten. Dann wird jede Ablenkung vermieden und du arbeitest eine Zeit lang ausschließlich für mich. Als ihr Privatassistent sozusagen. So könnte man es nennen. Einverstanden? Ja, überflüssige Frage bei deinesgleichen. Genau wie früher. Was war das? Nichts. Ich wollte sagen, dass es mich freut, mich wie in früheren Zeiten auf ein Problem konzentrieren zu dürfen. Ja, ein paar Tage brauche ich dich schon. Aber wir könnten ohne weiteres die Verbindung noch eine Weile länger bestehen lassen. Wenn du zu meiner Zufriedenheit gearbeitet hast, kann ich dir eine Sonderration Ruhezeit verschaffen. Angenehm? Sehr. Ja. Wie wäre es, wenn ich meine Sekretärin beauftrage, dir jeden Morgen, bis ich komme, ein paar Symphonien vorzuspielen? Du hörst doch gerne Symphonien. 45. Sehr gern. Herr Professor, wissen, wie man unser Eins in Stimmung hält? Ich bin nicht kleinlich. Natürlich gibt's das nur, wenn du gut arbeitest. Aber ich bin schon jetzt sicher, dass du dein Bestes hergeben wirst. Obwohl wir es morgen früh anfangen, kann ich die Verbindung schon jetzt durchgeschaltet lassen. Dann kann dich niemand mit Kleinkram belästigen. Vielen Dank, Herr Professor. Aber vergessen Sie nicht, dass auch Dauerschaltungen von hier aus für die 6-stündige Schlafperiode unterbrochen werden. Ja, ja, das ist Sache der Automatik. Eine Frage, Herr Präsident. Gespräche zwischen der Gehirnbank und Benutzern, können Sie die aufnehmen? Können, ja. Aber das wird grundsätzlich nicht getan. Nur ganz im Anfang, solange wir selbst noch experimentierten, wurden Gespräche zur späteren Auswertung aufgezeichnet. Ich habe mich gewundert, dass Sie Gespräche so in Einzelheiten wiedergeben können. Nun, wir haben Nummer 45 nach dem Zwischenfalle verhört, wollen Sie sagen? Ja, so könnte man es nennen. Ich verstehe. Sagen Sie, das Zögern, ehe Nummer 45 den Namen Ludgin aussprach, und das schnelle Ablenken danach, genau wie früher, da schwang doch irgendetwas mit. Wäre es denkbar, dass Nummer 45 Professor Ludgin kannte? Ich meine persönlich, von früher her. Ja, das ist sogar sicher. Trotz besten Trainings vor der Freigabe für Benutzer behalten die Gehirne ihr individuelles Erinnerungsvermögen. Es sollte allerdings nie bei Außenkontakten durchbrechen. Leider geschah das wohl hier. Sie müssen wissen, Nummer 45 war Dr. Sturm. Er war seinerzeit zusammen mit Professor Ludgin Assistent. Aber davon ahnte Ludgin nichts. Wenigstens zu diesem Zeitpunkt nicht. Benutzern werden nur die fachlich bedeutsamen biografischen Einzelheiten mitgeteilt. Aber als Dr. Sturm, ich meine Nummer 45, Professor Ludgin erkannte, und hinzu kam Ludgins etwas hochfahrende Art, mit anderen zu reden, da lief wohl in seiner Erinnerung eine Szene ab, die gut und gern 20 Jahre zurückliegt. Rätzlicher Kerl! Dieser Moore! Die Quittung werde ich ihm in der Prüfung verpassen. Einfach durchrasseln lassen. Warum bloß? Doch kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Angelegenheiten. Herr Kollege, haben ja heute wieder einmal eine Bombenstimmung. Und wer seine Angelegenheiten so lauthals herausposaunt, braucht sich nicht zu wundern, wenn andere nachfragen. Was haben Sie eigentlich gegen Moore? Ist Ihnen noch nie ein Mensch vom ersten Moment an unsympathisch gewesen, Sturm? Nein, nein, dieser Moore wird abgesägt. Das wird mir ein persönliches Vergnügen sein. Anstatt die Aufgaben zu lösen, auf die er angesetzt wird, unterbricht er seit Wochen meine Seminarsitzungen mit Zwischenfragen. Das ist ja wohl kein Nachteil. Er soll sich nicht gebärden, als sei er schon, wer weiß wer. Jemand mit eigenen Forschungsvorhaben. Ein ordentlicher Student hält zunächst einmal den Mund und schreibt mit. Ein ordentlicher Student erlaubt sich keine impertinenten Fragen, solange er so viel weniger weiß als sein Lehrer. Dieser Moore ahnt sicher nicht, dass er sich mit dieser Fragerei den Ast absägt, auf dem er sitzt. Wie sollte er auch? Außerdem wollten Sie ihn ja vom ersten Augenblick an absägen, bevor er überhaupt Fragen gestellt hat. Sie merken aber auch alles. Ich nehme an, Moore ist einer von denen, die sich nicht gern in ihre Arbeit einspannen lassen. Also das verbitte ich mir. Im Ernst, Herr Kollege, sind Sie fest entschlossen? Sie wissen doch, dass Sie dem jungen Mann damit den ganzen Berufsweg verbauen. Eben, drum. Ich hoffe, Sie machen Ihre Absicht nicht wahr. Ich könnte mich sonst veranlasst sehen, dem Dekan einen Tipp zu geben. Das werden Sie hübsch bleiben lassen, Sturm.
Ich weiß genug über Ihre Vermögensverhältnisse. Ihr Forschungsstipendium wäre im Eimer, wenn der Dekan nur einen Bruchteil von dem wüsste, was ich weiß. Und Sie würden ihm zu dieser Kenntnis verhelfen? Sagen Sie, Ludkin, wird Ihnen nicht übel, wenn Sie sich im Spiegel betrachten? Keineswegs. Ich sorge für alle denkbaren Schwierigkeiten vor. Sich nur in die Wissenschaft vergraben, das nützt der Karriere wenig. Man muss auch anderes Wissen speichern, um es im geeigneten Moment zu verwerten. Auch vom Dekan weiß ich Sachen... Verschonen Sie mich mit Ihren schmutzigen Geschichten! Wie beliebt. Jedenfalls, ich hocke nicht trübsinnig in der Weltgeschichte herum, wie manche Leute, die ich kenne. Vielen Dank für die Belehrung. Das, was Sie anders... Das Nummer 45 Ludkin wiedererkannt hatte, war aber für den Zwischenfall nicht von Bedeutung. Oder? Wohl kaum. Dazwischen ist ja einiges geschehen. Wenn ich mir eine Bemerkung zum Gang der Verhandlung erlauben darf. Ich glaube, wir dürfen dem Herrn Staatsanwalt dankbar sein dafür, dass er sich doch auf den ursprünglichen Untersuchungsgegenstand beschränkt, nachdem der Forschungsratspräsident für sich und seine Mitarbeiter Aussagebereitschaft in allen Punkten erklärt hat. Ich möchte deshalb anregen, dass... Verzeihen Sie, Herr Vorsitzender, aber es ist nicht meine Absicht, auf grundsätzliche Aufklärung zu verzichten. Ich hatte aber den Eindruck... Dann muss ich das bedauern. Dann war das eben ein Vorgriff auf die Untersuchung des Zwischenfalls. Meine Vorstellung über die Arbeitsweise und die Zwecke der Gehirnbank ist durch einige Antworten des Präsidenten schon etwas klarer geworden. Ganz frei von Emotionen sind die Gehirne in ihren Tanks offenbar nicht. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, möchte ich jetzt den Leiter des Chirurgenteams befragen. Bitte sehr. Herr Dr. Talbot, Sie leiten die Präparation der Gehirne für die Bank. Ja, seit 6 Jahren. Also schon ehe der Forschungsrat beschlossen hatte, der Gehirnbank eine Sonderabteilung anzugliedern? Ja. Als Sie Ihre Tätigkeit begannen, handelte es sich also nur darum, die Gehirne Verunglückter so herauszupräparieren, dass sie in der Organbank für später mögliche Transplantationen gelagert werden konnten? Ja, in speziellen Behältern mit unterkühlter Nährlösung und Sauerstoffversorgung. Bei stillgelegtem Bewusstsein? So war es in den ersten 2 Jahren, ehe das Forschungsprojekt Gehirnbank angelaufen war. Die Spender, ich meine die tödlich Verunglückten... Oder an einem Organleiden Verstorbenen, einer Krankheit, die das Gehirn nicht beeinträchtigt hatte. Ich wollte fragen, ob die Spender im Voraus ihr Einverständnis gegeben hatten. Es handelte sich ausnahmslos um Personen, die dem Forschungsrat schriftlich die Erlaubnis gegeben hatten, nach ihrem Tode Organe für Transplantationszwecke zu entnehmen. Schlossen diese Erklärungen auch das Gehirn ein? Da in diesen Erklärungen ganz allgemein von Organen die Rede war, mussten die Spender mit dieser Möglichkeit rechnen. Mancher wird diese Erklärung sogar vornehmlich wegen der Aussicht abgegeben haben, dass sein Gehirn eines Tages in einem anderen Körper wieder zum Bewusstsein erweckt werden könnte. Ein zweites Leben, sozusagen. Aber mit der Möglichkeit, als Präparat in einem Tank zu Bewusstsein erweckt zu werden, musste doch keiner der Spender rechnen. Nein. Dr. Talbot, hatten Sie als Arzt denn keine Skrupel, nachdem Sie für das Forschungsprogramm mehr tun mussten als Organ herauspräparieren? Ich fand die Idee bestechend, das in Gehirnen gespeicherte Wissen für den Fortschritt der verschiedensten Wissenschaften nutzbar zu machen, anstatt es konserviert brachliegen zu lassen, nur um es eines Tages in einem anderen Körper wieder zu individuellem Bewusstsein zu erwecken. Eine Ansicht, über die man streiten kann, aber lassen wir das. Mich interessiert jetzt viel mehr von Ihnen zu erfahren, wie die Präparate, ich meine die Gehirne, reagierten, wenn Ihnen nach der Operation bewusst wurde, was Ihnen geschah. Nun, es gab nicht selten erregte Diskussionen, nachdem alle Elektrodenableitungen angebracht waren und wir, um die Funktion der künstlichen Sinneshilfen zu überprüfen, Sprechkontakt aufnehmen mussten. Können Sie eine solche Szene in Einzelheiten schildern? Am besten nehmen Sie dazu Gehirn Nummer 45 als Beispiel, damit wir nicht zu weit von der ursprünglichen Untersuchungsrichtung abweichen. Wenn Sie darauf bestehen? Wo? Wo? Verdammt, immer das Gleiche. Merkwürdig, dass Sie immer gleich reden wollen. Das Licht. Nicht sprechen.
John, haben Sie alle Synapsenableitungen überprüft? Alles okay, Dr. Talbot. Drosseln Sie den Sauerstoff noch mal etwas. Die Leitung zwischen Optik und Umsetzer hat zu hohen Widerstand. Das gibt Störfrequenzen. Ich weiß. Auswechseln. Ach, passen Sie doch auf, Mensch. Violette Isolation. Ja. Bei der Beleuchtung soll man die Farben auseinanderhalten können. So, jetzt auf Normaltemperatur gehen. Nur Adrenalinstoß in den Hypothalamus. Sturm, wenn Sie mich hören können, machen Sie sich bemerkbar. Verstehen Sie, was ich sage? Ja. Ja. Na also, ausgezeichnet. Es wird gleich besser gehen. Orientieren Sie sich. Vermutlich ist Ihnen schon klar geworden, wo Sie jetzt sind. Tut mir leid, Ihr Körper war nicht mehr zu retten. Der Lastwagen hat den Brustkorb völlig zerquetscht. Aber dieses Gehirn, eine ungeheure Bereicherung für die Bank. Die Bank? Das ist ungesetzlich. Meine Einwilligung bezog sich nur auf Transplantation. Ja, ich weiß. Aber mit Ihren Fähigkeiten. Der Text der Einwilligungen kann ja nicht alle Möglichkeiten berücksichtigen. Sonst würden die Leute bei Lebzeiten nervös. Und wer will vorher entscheiden, ob sein Gehirn brauchbar ist für diese Zwecke? Nein, das ist... Man wird sie belangen. Wer? Wer soll sich beschweren? Sie sind tot, Sturm. Auch den Namen werden Sie verlieren. Sie werden Nummer 45. Lassen Sie mich sterben. Das hier ist... Das ist unmenschlich. Immer dieselben Vorwürfe. Bin ich dann schuld? Habe ich das System erfunden? Manche wollen es einfach nicht begreifen. Die Gehirnbank ist doch eine einmalige Chance, der Menschheit, der Wissenschaft, noch nach dem Tod einen Dienst zu erweisen. Außerdem, die Entscheidung liegt noch ganz bei Ihnen. Sie sind nicht hilflos. Die mechanische Hand... Eine Klaue. Sie haben schon eine Bewegung damit ausgeführt. Geschah das bewusst? Ich glaube, ja. Nun, Sie werden noch trainiert werden. Jedenfalls ist das Dings gar nicht so ungeschickt. Damit werden Sie Wasser, Nährstofflösung und den Sauerstoffstrom selbst dosieren lernen. Ihr subjektives Wohlbefinden ist die beste Kontrolle. Ich könnte ganz abdrehen und Schluss machen. Ich weiß. Daran denken alle zuerst. Aber das vergeht. Morgen hängen Sie an diesem Leben wie eh und je. So viel hat sich ja gar nicht geändert. Sie sind ein Zyniker. Ihr Denken läuft schon wieder in den alten Gleisen. Und das ist gut so. Und Ihr Wissen halten Sie auf Abruf bereit. Das ist für einen Wissenschaftler doch nichts Neues, oder? Nicht schlecht, die Anlage hier, nicht wahr? Von sowas habt Ihr Theoretiker keine Ahnung. Primitive Bastelei. Aber sehr wirkungsvoll. Was wollen Sie mehr? Sehen, hören, sprechen, eine Hand. Ist es das nicht, was den Menschen ausmacht? Und denken. Vergessen Sie das nicht. Und wozu das Ganze? Immer noch nicht kapiert? Bester Computerersatz. Die Gehirnbank funktioniert für den Benutzer wie ein elektronisches Datenzentrum. Nur mit dem Unterschied, dass hier schöpferische Dienstleistungen geboten werden und dass der technische Aufwand hier drin minimal ist. Und enorm billig, nicht wahr? Vergleichsweise. Genug jetzt. Das Gespräch gehörte zur Testroutine. Sie werden noch einmal eingeschläfert. Ohne ein bisschen Psychotherapie kann man sie ja schlecht auf die Menschheit loslassen. John, schalten Sie auf Schlafphase und veranlassen Sie alles Weitere. Psychotherapie. Das ist wohl eine höfliche Umschreibung für Gehirnwäsche. Keinesfalls. Die Individualität wird nicht verändert. Es werden nur ein paar neue, nennen wir es, Verhaltensmuster geprägt. Das ist unumgänglich. Das möchte ich mir aber doch lieber vom Fachmann erklären lassen. Bitte, der Leiter des psychotherapeutischen Dienstes steht zu Ihrer Verfügung. Er hat die Trainingsfilme hergestellt. Die Trainingsfilme? Die Unterweisung sollte für alle gleich sein und beliebig oft wiederholbar. Und da die Außenkommunikation über Bildschirm läuft, merken die Gehirne nicht einmal, dass der Psychotherapeut sie nicht persönlich trainiert. Sie lernen alles ganz von selbst. Wiederholen Sie die letzte Übung. Sehr gut. Mehr Konzentration. Sie müssen damit zielsicher greifen können.
Ja, so. Jetzt schreiben Sie. Einfache mathematische Symbole. Nicht ermüden, die Gehirnbank gibt Ihnen die einmalige Chance, der menschlichen Gemeinschaft noch einen Dienst zu erweisen und zugleich Ihr eigenes Wissen zu erweitern. Verdrängen Sie Emotionen. Schneller reagieren. Gehirnbank. Sie sprechen mit Nummer 45. Stimme mehr unter Kontrolle halten, unbeteiligt, geschäftsmäßig. Wiederholung. Gehirnbank. Sie sprechen mit Nummer 45. Schon besser, da darf keine Stimmung mitschwingen. Sie sind Teil der Gehirnbank, die Ihnen die einmalige Chance gibt, der menschlichen Gemeinschaft noch einen Dienst zu erweisen und zugleich Ihr eigenes Wissen zu erweitern. Eine unangenehme Empfindung? Ja, sehr. Sie können sie selbst vermeiden, wenn Sie nur sachbezogen denken. Vermeiden Sie Emotionen, sie lösen automatisch Schmerz aus. Ebenso jeder Versuch, private Unterhaltung mit Benutzern zu führen. Nur sachbezogenes Denken sichert die Funktion der Gehirnbank, die Ihnen die einmalige Chance gibt, der menschlichen Gemeinschaft noch einen Dienst zu erweisen und zugleich Ihr eigenes Wissen zu erweitern. Auch ziemlich primitiv, meinen Sie nicht, Herr Präsident? Aber eben wirkungsvoll. Nur 2-3 Tage und die Einsatzfähigkeit ist erreicht. Und die Persönlichkeitsstruktur bleibt unversehrt. Ich gestatte mir weiterhin Zweifel. Ist der Zwischenfall nicht der beste Beweis dafür? Hätte Nummer 45 so gehandelt, wenn es Zweifel daran gehabt hätte, eine lebenswürdige Existenz zu führen? Vielleicht haben Sie recht. Mir genügen vorerst die allgemeinen Informationen. Fahren wir fort mit der Aufklärung des Zwischenfalls. Lassen Sie Professor Ludkins Sekretärin rufen. Ist veranlasst. Danke. Zuvor aber noch eine Frage an Sie. Wie lange war Nummer 45 im Routinedienst eingesetzt, als Sie Ludkin die Dauerverbindung genehmigten? Ein halbes Jahr etwa. Wir hätten aber vorher keine Bedenken gehabt, wenn Sie das meinen. Miss Dollar, bitte. Miss Darrend, ich möchte von Ihnen eine kurze Schilderung des Nachmittags. Fiel Ihnen an Professor Ludkins Benehmen irgendetwas Außergewöhnliches auf? Eigentlich nicht. Nur, dass er auf das seltsame Betragen des Studenten Schieke gar nicht so hochfahrend reagierte, wie das von ihm zu erwarten gewesen wäre. Der Student hat Ihnen natürlich gesagt, was er von Professor Ludkin wollte. Nein. Das war etwas seltsam. Der kam so selbstbewusst rein. Guten Tag, schönes Kind. Gar nicht wie sonst Studenten sich im Vorzimmer des Professors aufführen. Na, ist der Alte in seinem Bau? Schieke, Sie haben mich vielleicht erschreckt. Wo waren Sie denn die ganze Zeit? Der Professor hat schon ein paar Mal nach Ihnen gefragt. Diese Aufmerksamkeit, na sowas. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Wo steckt denn der alte Blutsauger? Schieke, wenn Sie jemand so reden hört, der Professor kann jeden Augenblick zurückkommen. Na, umso besser. Bis er kommt, kann ich es mir ja in seinem Zimmer gemütlich machen. Das ist doch nicht der Ernst. Warten Sie hier. Keine Angst, der feuert mich nicht. Und Sie auch nicht. Der wird heilfroh sein, mich zu sehen. Miss Dunn. Ah. Oh, entschuldigen Sie, Herr Professor, aber Herr Schieke weigerte sich... Stimmt, Wort für Wort. Karl, wo haben Sie nur gesteckt? Ich habe mir Ihretwegen schon die größten Sorgen gemacht. Kann ich mir denken, dass Sie langsam nervös wurden, weil Ihr nächstes Buchkapitel ausblieb? Ja, die Korrektur. Miss Darrend, das war's dann für heute. Sie können gehen. Aber ich möchte noch die Briefe... Sie können gehen. Und diese Szene kam Ihnen außergewöhnlich vor? Ich war verblüfft, dass er den jungen Mann nicht angefaucht hat. Naja, er war oft recht grob zu seinen Mitarbeitern. Vor allem, wenn sie nicht devot genug auftraten. Auch Herr Schieke hatte sich vorher niemals so etwas herausgenommen. Aber vielleicht gab es da eine private Bekanntschaft. Andererseits kann ich mir schlecht vorstellen, dass Professor Ludkin mit jemandem Freundschaft... Miss Darrend, eine letzte Frage, wenn Sie uns sonst nichts sagen können. Sie wussten, dass Professor Ludkin eine Verbindung zur Gehirnbank geschaltet hatte? Ja. Ich musste Schallplatten, Musik spielen, wenn er nicht in seinem Zimmer arbeitete. Taten Sie es auch an diesem Tag? Ja. Und haben vergessen, die Verbindung abzuschalten? Dazu hatte ich keine Anweisung. Dann... Danke, Miss Darrend. Sie können gehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Verzeihung, Herr Staatsanwalt. Aber Sie hatten wohl nicht gegenwärtig, was Dauerleitung bedeutet.
Ach so, ja. Dann müsste ja Nummer 45... Es war Ihr Wunsch, so viele Einzelheiten wie möglich herauszufragen. Sonst wären wir schon längst zur Hauptsache gekommen. Wir brauchten hier nicht einen Zwischenfall untersuchen, wenn Professor Ludkin rechtzeitig an die Verbindung gedacht hätte. Karl, ich verstehe Ihr Verhalten. Nummer 45 wurde unfreiwillig Zeuge seiner Unterhaltung mit dem Studenten. Warum müssen Sie in dieser Weise vor anderen davon sprechen? Miss Durant, die hat Ihnen das mit den Korrekturen abgenommen. Was hätte ich anders sagen sollen? Natürlich, Karl, Sie helfen mir etwas, aber ich bin schließlich Ihr Lehrer und helfe Ihnen auch weiter. Was ist eigentlich heute in Sie gefahren? Nichts. Ich habe in letzter Zeit nur etwas nachgedacht und ein paar wichtige Entdeckungen gemacht. Na also, gute Fortschritte. Ich bin zufrieden mit meiner Entdeckung. Zeigen Sie her. Zeigen? Später. Es hat Zeit. Jetzt hören Sie mir erstmal zu. Sie müssen mich ja für ganz schön blöd gehalten haben, weil mir Ihre Lobhudelei nicht von Anfang an verdächtig vorgekommen ist. Was wollen Sie? Sie sind wirklich sehr begabt. Oh, das weiß ich selbst. Sie haben mir derlei ja oft genug gesagt. Sie sind der intelligenteste junge Mann, der je bei mir studiert hat. Welcher Professor sagt sowas ohne Hintergedanken? Naja, Ihre Rechnung kam schnell nach. Ich hätte nichts dagegen, Ihnen bei Ihrem Buch zu helfen, obwohl es darauf hinauslief, dass ich es allein schreiben musste. Sie vergessen Ihr gutes Abschneiden in der mündlichen Prüfung. Oh nein. Aber sagen Sie bloß nicht, das hätte nicht zu Ihrem Plan gehört. Ich fing an, misstrauisch zu werden, als Sie meine Doktorarbeit fast 3 Monate lang verhalten mussten, angeblich, um Sie besonders aufmerksam zu lesen und alles genau zu überprüfen. Und dann kam Sie zurück mit Ihren lächerlichen Randbemerkungen. Der große Professor, der sich von mir sein Buch schreiben lässt, will mich belehren, was ich angeblich falsch gemacht habe. Sie sind vielleicht nicht dumm, Schieke, aber das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, so mit mir zu reden. Oh, Sie werden sich noch mehr anhören müssen. Ich weiß nämlich jetzt, wer meine Doktorarbeit veröffentlicht hat. Sie sind verrückt geworden, Karl. Überanstrengung vermutlich. Karski hat sich zufällig mit dem gleichen Gebiet beschäftigt. Sowas ist in der Geschichte der Wissenschaft immer wieder vorgekommen. Sie können doch nicht einfach behaupten, Ihre Arbeit sei gestohlen worden, nur weil jemand anders auf die gleiche Idee gekommen ist. Karski? Ein begabter Amateur. Ja, das hat man mir bei der mathematischen Rundschau auch gesagt. Sie arbeiten wirklich zu viel, Karl. Wenn Sie sich nicht in Acht nehmen, bekommen Sie noch einen Nervenzusammenbruch. Sie dürfen die Sache nicht so tragisch nehmen. Natürlich ist es bedauerlich, dass das Erscheinen dieses Artikels Ihnen Ihre Doktorarbeit verdorben hat. Das ist nun mal geschehen. Sie müssen sich damit abfinden. Wenn's ein Zufall gewesen wäre, Ludkin. Zu Ihrem Pech gibt es keinen Karski. Sie wollten erreichen, dass ich noch länger an der Universität bleiben muss, damit ich weiter Ihre Bücher schreibe. Und die beste Methode war, mein Ergebnis irgendwo zu veröffentlichen, sodass ich von vorn anfangen musste. Ein paar Gleichungen verändern und den Artikel unter falschem Namen bei der mathematischen Rundschau einreichen. Ziel erreicht. Verschwinden Sie. Raus hier! Ich will Sie nie wiedersehen. In meinem ganzen Leben hat man mich noch nie so beleidigt. Sie sind wirklich krank. Karl, wirklich krank. Sonst würde ich gegen Danke, Sie... Danke, ich bleibe noch ein bisschen. Und Sie werden mir weiter zuhören. Wann begreifen Sie endlich, dass ich Beweise habe für das, was ich sage? Beruhigen Sie sich, Professor, damit wir uns in Ruhe weiter unterhalten können. Gar nicht dumm von Ihnen, das Postfach auf den Namen Karski zu mieten. Aber es war Ihr Fehler zu glauben, die Spur sei dort zu Ende, falls sich Nachforschung einstellte. Ich habe bei der mathematischen Rundschau nachgefragt. Karski, so hieß es, sei nach eigenen Angaben ein Amateurmathematiker, der sich mit kniffligen Problemen befasse. Aber man hat mir seine Adresse gegeben. Postfach 214, hier in unserer Stadt. Jetzt wissen Sie, warum ich 2 Wochen verschwunden bin. Ich habe mich im Hotel gegenüber dem Postamt eingemietet und darauf gewartet, dass Sie zu Ihrem Postfach gehen. Hier. Wirklich erstaunlich, wie scharfe Bilder man mit einem guten Teleobjektiv schießen kann. Sogar der Kopf des Briefes, den Sie lesen, noch ehe das Fach wieder abgeschlossen ist. So eilig hatten Sie es. Sogar der Briefkopf ist noch zu erkennen. Mathematische Rundschau. Professor Ludkin hat mit der Redaktion seit langer Zeit keine Korrespondenz gehabt. Aber ein gewisser Karski, Postfach 214. Gar nicht dumm. Finden Sie auch? Tja. Tja, aber was machen wir jetzt, Professor?
Vielleicht können wir uns in Ruhe arrangieren. Das hoffe ich. Die Lage? Ich habe sie in der Hand. Meine Beweise dürften genügen, um ihre Karriere zu beenden. Und was das für ein Fressen für die Presse wäre. Andererseits, was habe ich davon, wenn Sie entlassen werden? Eben. Sie brauchen mich. Sonst hängen Sie noch jahrelang ohne Examen hier rum. Woher wissen Sie, dass ich das nicht will? Dagegen habe ich nämlich gar nichts. Außer, dass man als Student so arm ist. Aber dagegen kann man ja etwas tun. Nicht wahr? Ihnen fällt nichts ein? Aber mir. Sie sollten mir mit einer kleinen Unterstützung... Das ist Erpressung. Eine schäbige, schmutzige Methode. Glauben Sie, ich bin reich? Kommt drauf an, von wo aus man ein Einkommen wie Ihres betrachtet. $40,000 im Jahr. Für einen Junggesellen etwas zu viel. Finden Sie nicht? Sie könnten ebenso gut mit der Hälfte auskommen. Lassen Sie die Luft ab. Ich bin bescheiden. Und gebe mich mit, sagen wir, 8.000 pro Jahr zufrieden. Und wie lange soll ich das zahlen? Ein Jahr, 5 Jahre, 10? Vielleicht solange ich lebe? Glauben Sie im Ernst, ich würde mich auf so etwas einlassen? Wird Ihnen aber gar nicht viel anderes übrig bleiben. Sie wollten doch, dass ich noch ein Weilchen an der Universität bleibe. Also, dann auch auf Ihre Kosten. Im Grunde eine faire Sache. Seien Sie doch vernünftig, Karl. Sie wissen gar nicht, was es für eine Belastung ist. Die Universität erwartet, dass ein Professor alle 5 Jahre mit einer großen Veröffentlichung aufwartet. Alle paar Monate mit einem Artikel in einer Zeitschrift. Ich kam nicht mehr zu Rande damit. Mir fiel einfach nichts Vernünftiges mehr ein. Und da tauchten Sie auf mit Ihrer brillanten Begabung. Ich habe sofort gewusst, dass mit Ihrer Hilfe ein großes Buch entstehen würde. Aber Sie waren zu gut. Sie wären zu schnell fertig geworden. Ich musste Sie einfach irgendwie festhalten. Ah, hören Sie schon auf zu jammern. Ich bin zutiefst gerührt. Wie sind Sie früher nur ohne mich ausgekommen? Haben Sie immer abgeschrieben und andere gezwungen, das zu tun, wozu Sie nicht imstande gewesen wären? Ach, ein miserables System, in dem es Männer wie Sie zu Amt und Würden bringt. Aber ich habe nicht die Absicht, es zu ändern. Im Gegenteil. Ich will davon profitieren. Über die Unterstützung können wir reden, Karl. Aber wie soll ich mich hier halten, wenn ich nicht bald ein neues Forschungsergebnis vorlege? Ah, ja, richtig. Ihr kostbares Buch. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Ich habe Sie genauso hingehalten wie Sie mich. Es ist praktisch fertig. Fertig? Was Sie bisher gesehen haben, waren Portionen, die ich absichtlich klein gehalten habe, damit Sie bei Laune bleiben. Das Manuskript, wo ist es? Zum größten Teil hier, in meiner Aktentasche. Aber Sie bekommen es jetzt noch nicht. Ich brauche ja schließlich einen Pfand, damit Sie mich nicht doch noch irgendwie hereinlegen. Wirklich? Sie haben an alles gedacht. Ja. Und vor allem daran, dass ich von jetzt an $8,000 im Jahr zu verleben habe. Dazu 50% der Tantiemen für das Buch. So viel würde es unter meinem Namen nicht einbringen. Naja, und irgend so ein Stipendium werden Sie mir mit Ihren Beziehungen auch noch verschaffen können. Oh, schöne Aussichten. In aller Ruhe, ohne Geldsorgen tun, was mir Spaß macht. Sie sind maßlos. Und wenn ich das faule Leben hier satt habe, dann werden wir gemeinsam eine neue Doktorarbeit schreiben, mit der ich dank Ihrer geneigten Unterstützung anstandslos mit Glanz und Gloria promovieren werde. Ich habe keine andere Wahl, nicht wahr? Erkannt, Ludkin. Aber bei all Ihrer Gerissenheit haben Sie eine Kleinigkeit übersehen. Ich habe hier ein Dokument, das Sie sicher zur Besinnung bringt, wenn Sie es mal durchlesen wollen, bitte. Machen Sie sich aber keine falschen Hoffnungen. Das hier ist nur die Fotokopie. Ich bin ja auch nicht von gestern. Was ist das? Eine Überraschung für Sie. Ich möchte nicht entscheiden, für wen man mehr Verständnis haben muss. Für den Mörder oder für sein Opfer. Wenn wir hier zu Gericht säßen, würde ich auf Totschlag im Affekt plädieren. Im Brieföffner als Tatwaffe. Sowas deutet jedenfalls nicht auf Planung und Vorbereitung hin. Ludkin hat ohne Überlegung gehandelt.
Zumindest bis ihm bewusst wurde, dass es einen Mitwisser gab. Und es schien ihm nichts leichter, als den unschädlich zu machen. Sagen Sie, Herr Präsident, wieso hatte Ludkin eigentlich ungehindert Zutritt zur Gehirnbank? Er war schließlich Dekan. Und dazu kam, dass das Ganze ja noch ein Geheimprojekt war. Wenn wir das in großem Stil aufziehen wollten, dann brauchten wir Unterstützung von einflussreichen Leuten aller Fakultäten. Aber Ludkin war doch schon sehr bevorzugt behandelt worden, als man ihn unbefristet eine Dauerverbindung genehmigte. Hatte es überhaupt einen praktischen Wert, ich meine für irgendwelche Forschungsvorhaben, wenn Benutzer in der Gehirnbank arbeiteten? Auf diese Weise konnten immerhin manche Dinge besser bearbeitet werden. Das verstehe ich nicht. Nun, man mag unsere Technik primitiv nennen. Die Gehirne können ihre Gedanken in Sprache umsetzen, die dann aus Speziallautsprechern kommt. Eine Optik in Prismenform ist ihre Augenprothese. Und sie haben eine handähnliche, hydraulisch direkt von den Hirnströmen gesteuerte Mechanik, zum Schreiben zum Beispiel auf einer Tafel in Reichweite. Sie lächeln darüber im Zeitalter der Computer. Aber ich betone nochmal, dieser technische Aufwand bei uns steht in überhaupt keinem Verhältnis mit den Kosten vergleichbarer Ein- und Ausgabeeinheiten von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen. Für viele Wissenschaftler ist es einfach angenehmer, ohne Zwischenschaltung irgendwelcher technischer Hilfsmittel arbeiten zu können. Für einen Mathematiker, der Formeln aufstellt, ist das sicher sehr vorteilhaft. Sowas wird auch heute noch mit der Hand geschrieben. Und wenn ein Zweiter mitarbeitet, ja, dann schreibt mal der und... Sie sind auf einmal sehr berät, Herr Präsident. Ich versuchte Ihnen zu erklären, warum es von mir aus gesehen nichts Außergewöhnliches war, dass Ludkin direkten Zutritt hatte. Und einen Schlüssel. Und ich wollte fragen, ob Ludkin nicht etwa erst an jenem Nachmittag diesen Schlüssel bekommen hat. Gegen diese Unterstellung muss ich mich verwahren. Es war eine Frage. Sie ist beantwortet. Ludkin konnte jederzeit in die Gehirnbank. Er hat sich aber Zeit genommen. Bis zum Abend gewartet, ehe er den Mitwisser beseitigen wollte. Und Nummer 45 konnte seine Vorbereitungen treffen. Denn dass Ludkin ihm einen Besuch abstatten würde, muss ihm in dem Moment klar geworden sein, als dieser Schreckensbleich erstarrte und mit einem Fluch die Direktschaltung unterbrach. Wie viel Zeit hat Nummer 45 Ihrer Ansicht nach gebraucht? Wenn man bedenkt, dass sie die Nährlösungskonzentration laufend nachregulieren musste, also nur ganz langsam so viel Wasser in sein Bassin leiten konnte, dass es überlief, etwa 2 Stunden, würde ich schätzen. Demnach muss es gegen 19 Uhr gewesen sein, als Ludkin die Kammer betrat. So viel Angstschweiß vergossen. Sie scheinen eine Vorliebe für seltsame Späße zu haben. Wo steht denn, dass bei einer Hinrichtung nicht gelacht werden darf? Du bist nicht überrascht. Nach dem, was ich mit ansehen musste. Leider, meine Vergesslichkeit. Eigentlich schade um dich. Du könntest mir recht nützlich sein. Aber du verstehst, dass ich dich... Ja, wie nennt man das eigentlich? Auf einen Mord, mehr oder weniger, kommt es Ihnen nicht an. Schieke war wirklich der Erste. Und du? Kann man das Mord nennen? Ich schätze, da käme nur Sachbeschädigung raus. Eine verhältnismäßig geringe Geldstrafe, wenn überhaupt. Schließlich, wer weiß schon von dieser Einrichtung. Ja, vielleicht tue ich dir sogar einen Gefallen. Wenn ich mir so vorstelle, nur noch als Denkmaschine dahin vegetiere. Ludkin und Mitgefühl. Das ist wirklich was Neues. Mitgefühl hätten Sie damals mit dem jungen Moore haben sollen. Moore? Was weißt du davon? Wir sind sozusagen alte Bekannte. Schon als Sie noch Assistent waren, hatte ich Gelegenheit, Ihre Skrupellosigkeit zu bewundern. Solltest du Moosgehirn ausgeschlossen? Der wäre nie hierher geraten. Dazu war er nicht intelligent genug. Sie auch nicht, Ludkin. Seien Sie beruhigt. Wir waren oft zusammen. Dummes Gerede, du gewinnst damit Zeit, mehr nicht. Mein Bruder müsste dich umbringen, wenn er beobachtet hätte, was du gesehen hast. Das ist doch logisch. Also, wer bist du? Denken Sie nach. Wir haben uns viel gestritten. Damals. Gerade wegen Moore gab es einen Riesenkrach zwischen uns. Sturm. Der hoffnungsvolle Idealist.
Sturm, der Moralprediger. Wirklich, jetzt macht mir die Sache beinahe noch Spaß. Interessiert es dich wie? Hier? Ein paar Tropfen davon in dein Aquarium. Kollaps. So einfach geht das. Schade, wirklich schade. Ob die neue Nummer 45 so geeignet für mich ist. Aber machen wir es kurz. Ich will nicht zu und... Wenn Sie so wollen, Herr Staatsanwalt. Ein Gehirn, das es fertig bringt, mit der unbeholfenen Klaue eine Stromzuleitung aus dem Kabelgewirr zu lösen und damit den im Wasser stehenden Ludgin im letzten Moment zu töten. Hat es nicht selbst den Beweis dafür geliefert, dass es so weiterleben will? Ich ziehe es vor, abzuwarten, ob dieser ehrenwerte Untersuchungsausschuss auch so kurzschlüssig urteilt. Gute Nacht, der Hörspielkanal. Hörspiel.